Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Gartenarbeit und Brettspielen will ich nicht meine Tage verplempern. Du könntest ja vielleicht auch mal ein gutes Buch lesen zur Abwechslung, wenn du dich schon so langweilst. Hey, guten Morgen. Peter hat mich angerufen. Ich soll... Komm mir nicht mit dem. Den Namen will ich gar nicht hören. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Kein Auge habe ich mir zugemacht. Schau mich an, wie ich aussehe. Brauch dich. Du bist ja auch der einzige Wirtschaftsberater auf der ganzen Welt. Uns in den Spiegel zu gucken und sich Gedanken machen, was fängst du mit dem Tag an? Ich bin schon lange zum Hals raus. Hat dir nicht erst neulich der Arzt gesagt, du sollst dir nicht zu viel zumuten? Ich suche mir einen neuen Arzt. Auf einen Tag kommt es jetzt bestimmt nicht an, Erich. Soll ich Peter vielleicht anrufen und sagen, dass er später kommt? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen dem Kessel und dem da? Den Kessel kannst du entkalken. Nun hör mal zu. Olga, bitte, hör mal. Soll ich dir mal was sagen? Angeblich ist er erst 63 Jahre alt. Dabei ist er schon 67, ein neues Zipperlein. Hast du nicht erst neulich wieder behauptet, du hättest sehen? Mir leid, dass ich keinen Gehirntumor hatte. Also. Olga, den beiden kann doch überhaupt nichts Besseres passieren. Sie werden endlich wieder gebraucht. Ich brauche ihn auch. Ja, eine alte graue Gewohnheit. Ahnung, wie sie auf sowas kommt. Ach nein. Und was war mit dem blonden Flittchen? Normalerweise wäre er jetzt auf dem Weg zu seiner Bestrahlung. Die braucht er nicht mehr. Er ist wieder auf dem Kriegspfad. Das ist unser Hochzeitstag. Montag habe ich jede... Wir haben geglaubt, ihr freut euch. Tun wir ja. Aber nicht, wenn ihr mit solchen Gesichtern dasteht. Nötig. Ich habe den ersten Anhalter schon bestellt. Direkt hier vors Haus. Er muss jeden Augenblick da sein. Was? Ein wildfremder Mensch? Na, kein wildfremder Mensch. Ein Verlobter. Seit wann hast denn du einen Verlobten? Na, verlobt sind wir direkt eigentlich noch nicht. Aber ich kenne ihn doch erst seit 8 Tagen. Also doch ein wildfremder Mensch. Ja, aber jetzt fahren wir zusammen zum Camping nach Italien. Und da wird sich dann alles historisch entwickeln. Erstens, was soll ich denn dabei? Und zweitens, ich höre mal Italien. Du darfst mich jetzt nicht im Stich lassen, Renate. Ich brauche dich. Zu zweit sieht es doch besser aus. Er will halt unbedingt nach Italien. Morgen, Evelyn. Morgen, Peter. Das ist er. Was hast du denn? Was, ihr kennt euch? Morgen, von Ackermann. Wollen Sie? Schlecht gefahren. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich an Ihrem Missgeschick bei der Prüfung schuld war. Aber wir fahren gar nicht nach Italien, wir fahren nach Jugoslawien. Was? Du wolltest doch unbedingt nach Italien fahren. Mhm. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Komm, steig ein, das erzähle ich dir alles unterwegs. Dort gibt es nämlich einen bildschönen Campingplatz. Einen Campingplatz? Mhm. Renate, steig ein, dann ist dir alles in Butter. Nichts in Butter. Mit diesem Herrn will ich nichts mehr zu tun haben. Aber und mit dir auch nicht. Vielen Dank für Ihre freundlichen Reisewünsche. Es ist mir auch wunderschön. Ja, ja, ja. Sag mal, hier kocht's wohl bei jedem, was? Denn muss ich denn zum Städterle hinaus? Steht mein Schatz, bleibst hier? Kann ich auch nicht immer bei dir sein? Hab ich doch viel Freude an dir.
wollte mich jetzt völlig einsperren.